Hallo Mopsy TV. Oder wie darf ich dich auch noch nennen? Mopsy. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in HG-Runde und du zeigst mir deine Sicht, wie du HG spielst. Ja, auf jeden. Also, als allererstes nimmt ein Mopsy, so wie ich immer spiele, nimmt immer direkt meiner. Okay. Ja, auf jeden Fall meiner. So, jetzt zeigst du mir, wie fängst du an? Was machst du jetzt direkt? Also zuerst fahre ich so 10er Reacher, 10, 15 so circa. Okay. Mach ich auch. Und dann fahre ich so 12 bis 14 Holz. Okay. Und dann baue ich mich runter oder suche halt eine Cave. Damit erstmal schön Eisen gefarmt. Findest du nicht, dass es ein bisschen zu wenig Recraft ist? Nee, das ist genau perfekt. Vor allem bei so einer Spieleranzahl, da werden halt manche rushen und dann wollen die halt direkt zu dir runter. Und wenn du dann schon Eisen gesmeltet hast, dann kannst du die schnell quick droppen. Und was ist, wenn es ein Austrian Gaming ist? Ja, dann Obby-Treppen. Macht man sich einen Eimer. Okay, kurz. X-Rayst du in HG? Ehrliche Antwort. Hast du schon mal X-Rayed? Ja, klar. Wer nicht? Also ich meine jetzt auf Dojo oder auf Simple? Ja, auf Dojo nicht. Okay. Also ich finde, damals hast du gehackt. Ja, kann sein. Okay. So, was tust du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt uns jetzt wer verfolgen würde? Hast du schon gecraftet? Nee, ich habe nichts gecraftet. Was ist, wenn jetzt wer kommt? Na dann, wegrennen. Weil du hast ja so wirklich krasse Stats, muss man sagen, in AG. Ja, auf jeden. Dass du wirklich so Tipps und Tricks, wie du das machen könntest. So, ich habe jetzt schon fast voll Iron. Okay. Da bin ich nicht so schnell. Oh nein! Ah, okay. Das macht also... Okay. Ich hab ein Skelett geworfen. Dann kommt gleich die nächste Frage. Wie fühlt es sich an, schlecht in HG zu sein? Aber was heißt schlecht? Ich team halt mit guten Leuten, da kann man halt viel 2v1, wenn man schlecht ist. Aber wenn ich allein spiele, dann spiele ich halt eigentlich nie. So, jetzt, wo sind die Subs? Was machst du jetzt? Gehst du ohne Subs runter? Oder nur mit 2-3? Ja, ich werde erstmal ein bisschen suchen. Ich gehe jetzt Northeast. Weil wir brauchen eh nicht so viel Recraft. Da hinten sehe ich ein bisschen. Was mich schon immer interessiert hat, was ist dein Ziel in AG? Ja, natürlich gewinnen mit vielen Kills. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, ich spiele halt ein bisschen sicher. Also wegen Iron Farm. Ich würde sagen, Ziel ist immer vor der Schutzzeit voll Iron schon mal zu haben. Und schmelzen auf alle Fälle. Okay. Ja. Also Iron Farm, so 25 geht. Aber schmelzen dauert halt ein bisschen, so eine Minute. Ich mache halt immer so 8 Öfen eigentlich. Farm ich dann schnell. Findest du, man sollte irgendwie Cut Clean einführen in HG? Nee. Warum nicht? Dann würdest du direkt voll einfahren. Dann würde das zu schnell gehen, dann wäre das ja unfair wie die anderen so. Achso, ja, weil du so schnell einfahren kannst, ne? Ja. Ja, und jetzt warten bis smelted. Was machst du in der Zeit? Bis smelted? Warten. Sneaken? Oder was? Ja, eigentlich sneaken. Und Musik skippen oder Werbung skippen. Also du hörst Musik und dann Magie spielen? Ja. Auf mein Eisen zu klauen. Wir sind jetzt beide nicht voll Iron. Denkst du, das reicht? Ja, also man muss jetzt nicht immer 100% Iron haben. Voll Iron. Würdest du diese Spielweise weiterempfehlen an schlechtere Spieler? Ja, natürlich, weil Eisen ist halt gut. Weil, also wenn man direkt Mine geht, man kann halt mehr tanken, so, also man kriegt weniger Damage. Sollte auf jeden Fall schlauer. Kommt über noch in der Cave. Oh nice. Obby-Treppen. Findest du das nicht asozial, dass man den Typen kommen leckelt zum Tribond? Komm mal. Nee. Findest du es in Ordnung? Ja, wieso? Die können doch auch 10er Team, also. Okay. Ich sehe das anders, aber naja. Ich sehe das so, dass es das ziemlich unfair ist, was wir gerade machen. Und dass, wenn das jeder machen würde, der genau deshalb spielt keiner mehr AG. So sehe ich das. Was wir gerade machen. Findest du nicht? Ja. Das ist, wenn jeder so spielen würde, keine AG-Spiele begeben würde. So, jetzt hast du gesehen, Lava einmal Eisenschwert. Und die Leute werden immer kribbelig in den Händen, wenn die Full Iron sehen. Ich habe jetzt einen Stack Coco Beans. Ich kann mich nicht hochbauen. Ich will mich immer genau runter. Noch ein anderer? Brauch Hilfe?
Ja, ich komm hoch. Ich komm hoch. Kann ja schön quick droppen. Warum die brennen auch noch? Na, sehr mächtig, ja. Robin. Das ist ja das Geile an Eisenfarm. Ja, das ist echt, ich find's echt auch cool gerade, muss ich ehrlich sagen. Ja. Man hat einfach den riesen Vorteil gegenüber dem Gegner und der kann nichts machen. Ja, das ist halt das Geile. Findest du nicht, wir sollten den Typen jetzt einfach im Chat schreiben 101, damit er nicht wegläuft? Nee. Nicht? Wir sollten den einfach konstant verfolgen. Keine Ahnung, mir kommt vor, dass der Typ nicht so wirklich gut ist und den man locker im 101 bekommen würde. Ja, okay, dann mach 101. Okay. Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauch Hilfe, Digga. Hilfe. Danke, Mann. Ich wäre fast gestorben. Jo. Oh ja, danke, Mann. Ohne dich wäre ich gestorben, Mann. Held. Danke. Wer ist er hier in der Cave? Oh, ja. Und dann mit Lava und FNS. Mach runter, mach. Das ist der Shit. Ja, die kommen runter. Ja, Lava. Ja, Digga, das ist OP-Taktik gewesen. Junge, ja. Bist. Er ist in der Lava. 200 die Kuh. Oh. Er ist tot. Das ist halt der Schuss. Oh, die Lava wieder uns jetzt nochmal. Ja, die ist. Da unten hinten. Nice. Point ein. Nice, ich bugge. Aber egal, nee, ich bugge, aber im Block, egal. Nice, ja, man. Das ist der Schuss. Bugge da. Kannst mich freibauen? Wie viele Kills hast du? Kannst mich freibauen? Ja. Danke. Bekommst du auch manchmal irgendwie Nachrichten, also nachher MSGs? Gesendet, dass du dich irgendwie umbringen sollst oder so? Ja, natürlich, weil man Eisenfarm okay. Ist nicht so beliebt. Ich glaube, das ist. Dann schreiben die direkt, dass das nichts mit Skill zu tun hat. Okay. Oder dass man kommst low du öfters, ist. Ne? Ja. Findest du es gerechtfertigt, dass er dich da beleidigt oder? Nee, also die kannst du ja genauso machen. Okay. Würdest du jetzt, wenn ich jetzt nicht Austrian Gaming bin, mich für den Win backsteppen? Also wenn ich irgendein Random einfach wäre, mit dem du geteamt hast und mit dem Eigen gefarmt hättest. Ich würde doch so wegsteppen. Kein Spaß. Also du sagst, du gönnst dir immer Wins oder was? Ja, nicht immer. Was ist aber dann der Sinn, wenn du gönnst manchmal? Wenn du dann... Ja, wenn ich die Leute mag. Du versaust ja den anderen Leuten den Spielschluss und dann holst du dir nicht mal den Win. Hä, hey, warum verschiebe ich den Spielpass? Ja, weil du die mit Full Iron killst. Und dann... Hä, das ist doch fair. Schenkst du irgendein Random den Win oder so oder deinem Mate? Ja, ist doch gerecht. Wir haben uns da auch halt erkämpft, den Win. Das Iron hast du ja so verdient. Ja. Und den Win, okay? Ja, hab ich gefahren. Okay. Wenn du es so siehst, dann wird die AG-Community sicher bald aussterben, aber ja. Naja. Hoffen wir einfach mal, dass es noch ein bisschen überlebt. Also Leute, nehmt euch kein Beispiel an Mobsy TV. Herr Eisenbahn, nur positive Vibes. Sonst endet ihr so wie er. Deshalb wird er jetzt auch gebacksteppt, weil das ist einfach ehrenlos. Uff. Und da seht ihr wieder, dass der Typ eigentlich gar nicht supen kann. Ich habe ihm gerade 3 Hits gegeben und er läuft schon weg. Ja! Ich habe auch 5 Links in der Hotbar. Eimer, Kompass, Blöcke, Spitzhacken und so. Und so. Aber ich muss schon sagen, du bist wirklich gut. Danke. Ja. Kann man von dir ja nicht brauchen. Keeper. Ja, wow, sehr guter war, Spieler. Ich war out of. Definitiv Alter. Out of, ja. Ich war out of. Droppt eine Bar, aber out of. Also ganz ehrlich, du bist Abschaum. Mit dir würde ich nie wieder eine Runde AG spielen, also wirklich. Verpiss okay. Dich aus meinem Channel, ganz ehrlich. Was willst du hier eigentlich? Du Abschlussstatement. Reflektierst du nicht deine schlechte Spielweise und willst sie vielleicht ändern? Ja, ich könnte halt weniger Eisen fahren so. Und weniger Team. Wieso Teamen? Findest du Team okay oder was? Mit, also... Ja, das war ja jetzt eine Ausnahme so. Ach so, okay. Sonst spielst du immer Solo oder was? Ja, meist. Okay. Dann ist ja in Ordnung, passt. Das war's mit dem Interview mit Mobsy-TV. Wenn ihr weitere Interviews sehen wollt, schlagt mir gerne HG-Spieler oder Skywars-Spieler oder QSG-Spieler vor in den Kommentaren. Und Bedros-Spieler. Wieso redest du einfach dazwischen? Digga, bist du irgendwie behindert? Ne, Leute, haut rein. Schaut bei Mobsy TV auf seinen YouTube-Kanal vorbei. Ich verlinke ihn auf alle Fälle. Ja, Mann. Hast du den YouTube-Kanal über?